quasi unter Dach und Fach, denn zu spielen noch etwa 2 Minuten, eigentlich konnte da nichts mehr schief gehen, aber dann kam dieser Schuss von Pierre Littbarski. Das war schon die 45. Minute und man dachte eigentlich, Schiedsrichter Gaber würde abpfeifen und das Publikum und nicht zuletzt natürlich die Bayern-Spieler konsterniert. Das war kaum zu glauben. Es spielte nur eine Mannschaft, die Bayern, an dieser Schuss, den Jean-Marie Pfaff einfach nicht abwehren konnte. 0:1, das war das deprimierende Resultat aus Bayern-Sicht. Und da war auch in den letzten 60 Sekunden, die Schiedsrichter Gaber da noch nachspielen lassen musste, wegen